Und so ist meine Gangbewegung auf jeden Fall wesentlich realistischer, als wenn ich rückwärts laufen müsste. Und es wird jetzt tatsächlich so aussehen, als würde die Kamera im Bestfall schweben. Schwierig wird es natürlich, wenn ich jetzt sehr, sehr nah ran plötzlich oder weiter zurückgehe. Dann ist die ganze Bildkomposition entsprechend schwieriger. Oder wenn ich auch mal plötzlich in der Achse oder in der Achse anfange, mich zu bewegen, dann wird es schon wesentlich spannender, wie die Kameras hier reagieren. Und da muss man dann entsprechend flexibel sein und schnell wieder den Bild korrigieren.